ja nicht so lang sein, dem ist ja auch so. Es geht ja direkt wieder weiter. Und wir verfolgen Taggarts Liebling. Das wird jetzt auch erstmal das sein, was ich im Take jetzt noch beende. Denn danach hat hier die Nina schon angemerkt, ich habe Hunger, mach mir endlich was zu essen. Du kannst dich doch mal bewegen, du fauler Sack. Ja, nicht mal ein Mikro stellst du mir hier für den Rechner bereit. Also die war, wow, schwer unbeeindruckt hier. Und daher, ich meine, sie hat ja auch recht. Ja? Was bin ich auch für ein faules Arschloch, was hier so gar nichts tut. Ja, sie liegt ja absolut richtig damit. So. Nur um das mal geklärt zu haben, ich bin ein ganz, ganz hervorragend schlechter Gastgeber. Heute Morgen hat sie auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange hast du warten müssen? 6 Stunden, glaube ich, aufs Frühstück. War schon ziemlich für einen Eimer. Naja, so, wir gehen weiter. Nähern uns geräuschneutral, wie wir nun mal sind. Taggart. Wow. Ich speichere nochmal ab, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass wir hier... Ah, da ist eine Wand. Wand ist gut. Wand ist super. Ich habe übrigens noch nichts von diesem Smooth Vision gesehen. Ja, das wäre ja mal cool. Hier so durch die Wände gucking. Kommt da jemand? Da kommt jemand. Wenn Sansevel da nicht gleich rauskommt, gehe ich rein. Nein, das wirst du nicht. Der ist total durchgeknallt. Der ist zu allem fähig. Noch ein Grund mal reinzuschauen und mit ihm zu reden. Auf keinen Fall. Dem laufe ich nicht hinterher. Könnte sich erschrecken und anfangen loszuballern. Der soll seine Suppe lieber alleine auslöffeln. Oder seinen Kaffee allein trinken. So, du, komm her. Nein! Ah, scheiße! Hat nicht funktioniert. Nochmal. Ah, das müsstest du ausmachen, bitte. Da ist Record Internal, External Input. Es steht wo? Da. Genau. Ich erkläre gerade die Tricks und Kniffe, ob wir da durch können. Natürlich nicht. Die Tricks und Kniffe in Sachen Fraps und Videoaufnahmen. Nina hat sich vorgenommen, ein Let's Play zu machen. Wenn Sandoval da nicht gleich rauskommt, geh ich rein. Nein, das wirst du nicht. War ja so klar. Hey, hey, aufstehen! Lass mich raten, kommen alle. Ja, klar. Nimm deine Hände von mir. Ich hätte es damit machen sollen. Hey, hey, aufstehen! Haha! Ich lade nochmal. Scheiße! Mit der Scheiße hier. Aufnehmen-Taste. Immer gut. Ja. So, nochmal. Ich frage mich gerade, dass das müsste. Ne, ist auch egal. So, lass mich raten. Ah ja. Das gibt's doch nicht. Das ist doch Käse hier mit der. Und überhaupt, was soll denn der Gegner. Mann! So ein Driss. Und nochmal das Ganze. Weißt du Bescheid? Blödes Spiel. Ich bin gleich frustriert. Gleich mache ich aus und sage, ich habe das alles im ersten Versuch geschafft. So Video-Nachbearbeitung. Ha! Dafür kennt er mich aber. Mann! Gott, was ist mit dir passiert? Hol mal lieber Verstärkung. Leckt mich doch, das ist doch Käse hier mit der blöden Scheiße. Das macht doch echt keinen Spaß. Ja, ich bin gerade ein wenig frustriert. Ja, guck mich schon ganz ängstlich an, so, oh, habe ich was gemacht? Nein, du bist unschuldig. Dieses doofe Spiel und meine Unfähigkeit vor allen Dingen ist dafür verantwortlich, dass ich hier gerade so ein bisschen rumnöle. Also freu dich schon mal aufs Mittagessen. Es wird extrem scharf.
Ja. Ich knall so viele Pepperoni rein, wie du noch nie erlebt hast. Glaube ich nicht. Das ist so klassisch. So klassisch Frau, ne? Aus Prinzip glaube ich nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Haha, ich habe schon viel mehr gehabt als du. Ja. Das ist in Sachen Pepperoni so, in Sachen Männern so, also Ex-Beziehungen. Hey, ich hatte 3 Ex-Freunde, na und ich hatte 5. Noch ein Grund, mal reinzuschauen und mit ihm zu reden. Komm rein. Auf keinen Fall, dem laufe ich nicht hinterher. Könnte sich erschrecken und anfangen loszuballern. Komm rein, du seine Suppe lieber alleine auslöffeln. Arschloch. Muss reichen. Habe ich gespeichert? Ich habe nicht gespeichert, oder? Also nochmal speichern. Ich bin nämlich jetzt extrem vorsichtig, weil irgendwie geht mir gerade völlig auf den Zeiger. Neben mir wird die Sims 3 gespielt und ich sitze hier halt mit so einem Hals. Und ich weiß nicht, was schuld ist. Die Sims oder... dieses blöde Dingen. Zugriff gewährt. So. Inaktiv. Tada! Da vorne ist schon wieder einer, der hier durch die Gegend schlawenzelt. Oh nö, es oh, ist Kackbomben. Das ist doch scheiße. Das ist doch einfach nur Müll. Das heißt, da sollte ich nicht lang gehen. Was haben wir denn hier? Eine Schrotflinte, die wir nicht nehmen können. Ja, geil. Hier kommen wir nicht rein. Yay. Wie unendlich cool ist das denn? Wow. Lass mich raten. Da steht einer. Na klar. Okay, also. Machen wir mal den ultimativen Test. Ob da. 9-9. Jetzt probieren wir mal, ob diese Annäherungsbomben blind sind. Dazu stehen wir erstmal auf und probieren es mal. Natürlich sind sie nicht blind. Wäre ja auch zu schön. Verdammt, da. Aber sie sind nur alarmiert. Noch nicht feindlich. Gehen wir mal hier rein. Deshalb ermahne ich alle meine Mitarbeiter. Alle Männer und Frauen, die der wahren Botschaft der Humanitätsfront dienen, dasselbe zu tun. ISS, wenn du das hier siehst, ich flehe dich an. Lass nicht zu, dass falscher Zorn alles zerstört, wofür wir gekämpft haben. Das war's. Er weiß, dass ich nicht umkehren kann. Alle wissen es, Sandoval. Sie können nicht leugnen, was sie getan haben. Was ich getan habe, Mr. Jensen? Ich habe jahrelang Leute mit verpfuschten Augmentierungen und implantatbedingten Organabstoßungen wieder zusammengeflickt. Und jetzt werde ich wegen Bills Verrat nie mehr als Arzt praktizieren. Wollen Sie wirklich jemandem helfen? Dann sagen Sie mir, wo Seraphs Wissenschaftler sind. Ich wünschte, das könnte ich, Mr. Jensen. Aber nach der gescheiterten Entfernung Ihrer GPLs war ich aus der Sache raus. Sie haben versagt. Ich war offensichtlich nicht gut genug, um David Seraphs Rückversicherungen zu umgehen. Soweit ich weiß, senden diese kleinen Implantate auf einer Frequenz, die so tief ist, dass ihre Netzwerkexperten sie nicht suchen würden. Sie haben die Frequenzen geändert. Sie haben Ihre Antworten, Mr. Jensen. Und ich habe meine verloren. Die Gerichte werden mich verurteilen, aber ich muss mich vor einem höheren Gericht verantworten. Wie wäre es, wenn ich diese Waffe mitnehme, wenn ich gehe?
Sie haben alles, weswegen Sie gekommen sind. Bitte, gehen Sie einfach. Es wäre mir lieber, wenn Sie keinen Selbstmord begehen. Aber nur, weil Sie keine Ahnung haben, welche Qualen ich ertragen musste. Die Schuld, die Scham. Mir wurde gesagt, die Wissenschaftler würden dazu dienen, eine friedliche Lösung der Augmentierungskrise zu finden. Stattdessen war ich an Entführung und Mord beteiligt. Mein Leben war in jener Nacht zu Ende. Es ist Zeit für mich zu gehen. Denken Sie nach. Haben Sie es wirklich so eilig, vors oberste Gericht zu treten? Wenigstens gibt es vor Gott keine Lügen. Haben Sie diese widerwärtige Pressekonferenz gesehen? William Taggart hätte mir fast auch noch Terrorismus vorgeworfen. Er hat behauptet, dass alle Gewaltakte, die im Namen unserer Sache verübt wurden, ein Ergebnis meines Einflusses gewesen seien. Ach komm. Dann sollten Sie lange genug am Leben bleiben, um Ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Er weiß bereits, dass es nicht wahr ist. Ich habe dem Mann vertraut, ihm jahrelang loyal gedient und er hat mich hintergangen. Er hat meine Freiheit und meinen guten Namen geopfert, um den Ruf seiner Organisation zu retten. Es ist sinnlos, ihn zu bekämpfen. Er würde doch nur wieder alles verdrehen. Wenn ich sterbe, kann er mich wenigstens nicht mehr benutzen. Stimmt. Hören Sie, ich verstehe Ihre Lage besser, als Sie glauben. Ich habe die Truppe verlassen, weil ich nicht ertragen konnte, was die höheren Ränge damit machten. Aber Sie haben der Presse erzählt, ich sei die ganze Zeit das Problem gewesen. Macht opfert immer die unteren Chargen, um sich selbst zu retten. Aber ich gebe Ihnen mein Wort, Sie können das durchstehen. Du bist ein guter Mensch. Ich weiß Ihr Vertrauen in mich zu schätzen, Mr. Jensen. Und die Erinnerung daran, dass andere Ähnliches durchgemacht haben, ja, kann hilfreich sein. Aber reicht das aus? Ja, klar. Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen zu helfen. Aber die Humanitätsfront hat jeden Tag Leute an die sogenannte Optimierungsindustrie verloren. Diese Wissenschaftler waren meine letzte Chance, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Und ich habe versagt. Mein Handeln hat höchstens dem Pro-Augmentierungslager geholfen. Nein, so ist es doch nicht. Was hat er denn jetzt hier? Omegas. Sagen Sie mal, was sollen Ihre Kinder eigentlich aus Ihrem Selbstmord lernen? Es wird für Sie schlimm genug sein, dass Sie ein Verbrecher sind. Aber wollen Sie, dass aus Ihnen Versager werden? Wenn Sie sich jetzt selbst töten, sagen Sie ihnen damit, dass es okay ist, den einfachsten Weg zu gehen. Ich weiß, dass Sie das nicht wollen. Also legen Sie die Waffe weg. Leben Sie ihnen vor, dass Sie möchten, dass aus Ihnen Kämpfer werden. Sie Mistkerl! Meine Familie gegen mich zu benutzen. Ich verdiene den Tod, verstehen Sie? Ich habe ihn mir verdient. Verdammt! Aber ich kann nicht zulassen, dass Sie meine Fehler wiederholen. Das kann ich nicht! Nehmen Sie die Waffe. Um Ihretwillen. Ja. Brav. Richard, hören Sie. Die GPLs senden noch. Sandoval hat sie auf eine niedrigere Frequenz umgestellt. Aber selbst wenn sie noch senden, können sie überall auf der Welt sein. Ich habe nicht die nötige Ausrüstung, um sie aufzuspüren. Das ist unsere einzige Spur, Pritchard. Sie müssen etwas unternehmen. Ich weiß. Hören Sie. Der Straßenzugang ist wegen des Aufstands immer noch blockiert. Gehen Sie zurück in Ihr Apartment, dann fliegt Malik Sie rüber. Bis Sie eintreffen, ist mir bestimmt schon was eingefallen. Ja, alles klar. Die Bilder, die das Ganze ausgelöst haben, zeigen Wissenschaftler... Zück, ausmachen. Das muss er sich gar nicht erst anschauen. Wir haben hier einige E-Books gefunden. Oder ich vielmehr. Die habe ich euch jetzt gezeigt. Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen. Wir machen hier die Tür zu. Ups. Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen und euch die Dinger durchlesen. Ich werde das jetzt nicht tun. Ich rede jetzt nochmal mit ihm. Sie müssen nicht meinen Babysitter spielen, Mr. Jensen. Ich habe nicht mehr vor, mich umzubringen. Ich werde mich auch nicht der Verhaftung widersetzen, wenn die Polizei eintrifft. Ihre Leute haben Sie doch bestimmt bereits verständigt. Falls nicht, werden Sie es bald tun. Dann gehen Sie. Benutzen Sie die Informationen, die ich Ihnen gegeben habe, um Ihre Wissenschaftler aufzuspüren. Mit etwas Glück sind Sie noch am Leben. Die Männer, die Sie entführt haben, die Soldaten. Ich weiß nicht, wer Sie waren. Nur die Nachnamen, Barrett und Namir. Ich hatte den Eindruck, Sie waren bestens ausgebildete Profis. Die für wen gearbeitet haben? Ich habe nicht gefragt. Mein Bruder Ezekiel hat den Kontakt zu Ihnen hergestellt. Ihr Bruder? Nicht Taggart? Bill wäre nicht so dumm, sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Das ist mir jetzt klar. Er ist wie Teflon. Nichts bleibt daran kleben. Ja, ist so ein kleines, zweischneidiges Arschloch, der Bill Taggart. Und
Ja, wir haben ihn gefunden. Und eigentlich eine sehr traurige. Das ist so ein bisschen wie diese Schurken aus Batman. Und die haben halt alle, oder die meisten zumindest, eine sehr traurige Geschichte hinter sich. Und auch dieser junge Herr hat jetzt durchaus etwas hinter sich gebracht, was ja eher traurig war. Gut, wir gehen weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns nicht mehr mit den Tollleuten hier weiter kloppen möchten. Also ich zumindest nicht. Daher... Oh. Tada. Padau. Was haben wir denn hier? Das ist immer erfreulich, wenn wir Forscher. Ja. Munitionskapazitätsupgrade. Klingt doch super. Nehmen wir. Was ist das hier? Schalldämpfer. Oh, cool. Kombinieren. Den hätte ich ganz gerne auf dem Standardgewehr. Haha. Übrigens ein Schalldämpfer, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, eigentlich nicht in erster Linie dazu da, um den Schall zu dämpfen tatsächlich. So ist, habe ich es jetzt letztens erfahren dürfen, sondern die Dinger sind vor allen Dingen zur Steigerung der Zielsicherheit geeignet. So, kombinieren. Womit machen wir das denn? Mit dem Standardgewehr oder mit dem Sturmgewehr? Oder mit dem Revolver? Ist cool. Wir erhöhen die Kapazität des Revolvers. So, haben jetzt hier mal reingeschaut und bewegen uns selbstverständlich weiter. Da vorne war ich schon. Die Nina guckt mich schon ganz fleißig an, so nach dem Motto, wann machst du denn endlich Essen? Beweg dich. Ha, ha, ha. Ich mach's sofort. So, und wir gehen aber jetzt erst hier raus, weil da kenne ich nichts. Da bin ich Frodo. Ich bin ein kleiner Computersüchtling manchmal. Und so viel Zeit muss jetzt noch sein. Also wir wollen hier raus. Aus der Kanalisation. Und das machen wir natürlich am besten auf dem Weg, der uns vom Programm, vom Spiel, wow, vom Spiel gezeigt wird. Kannst du bitte hier dich mal bewegen, du Blödes. Tada! Ein Juk-Virus. Schön. Auf dem Weg, den uns... Was? Ah, das sind nur Landstreicher, nicht schlimm. Das Programm vorgibt. F5. Lauf. Ich bin ja mal gespannt, wo wir jetzt hin müssen. Ich tippe ja mal wieder bei uns nach Seraph Industries. Da würde ich jetzt auf Anhieb hingehen. Nochmal F5. Und jetzt gucken wir mal. Ich hätte ja Bock noch ein Oh, ach, das ist ein Wärmezielsystem. Okay. Ich hätte ja total Lust, noch ein Scharfschützengewehr mitzunehmen. Ich wollte jetzt gucken, was machen wir denn jetzt? Blablabla. Wenn ich das, kann ich sie vielleicht orten. Allerdings Straßenzugang immer noch von dem Sonnen blockiert. Zum Glück kann ich melden. Ah ja, okay, also wir gehen jetzt quasi nach Hause, wenn ich das richtig verstehe. Und bevor wir das machen. Ist das hier? Nee, ne? Nö, das ist falsch. Bevor wir das machen, möchte ich ganz gerne. Wo sind wir denn hier, verdammte Tat? Hi Leute, das sind doch hier die Typen, die uns eigentlich gar nicht leiden können. Seltsam. Bevor wir das machen, möchte ich ganz gerne noch ein Scharfschützengewehr mitnehmen. Weil ich glaube, sowas kann halt helfen. Gerade im Augenblick. Deswegen beeilen wir uns nochmal, rennen nochmal hier des Dingens ab. Also da müssen wir nicht rein. So, jetzt nochmal. Also ich gehe jetzt zu Malik und ich gehe davon aus, dass gleich die Haupterzählstrang quasi fortgesetzt wird und vorangetrieben wird. Deswegen jetzt nochmal die Aufforderung an euch. Wenn ich Nebenmissionen vergessen haben sollte oder nicht mitbekommen haben sollte, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich gehe davon aus, dass wenn dieses Video online ist, ich schon lange, lange woanders sein werde. Also so rein spielertechnisch. Nichtsdestotrotz sind diese Informationen natürlich dann für mich hilfreich und vielleicht auch für den einen oder die andere, die dieses Spiel dann eben selber spielen und wirklich alles mitnehmen möchten, gerade was die Missionen angeht. Denn diese Missionen bringen ja nicht nur ein bisschen was an Informationen über die Welt rund um Deus Ex, sondern eben auch Informationen. Hallo? Informationen im Bereich. Bin hier sowas von falsch, wage ich anzunehmen.
Nee. Informationen im Bereich von Erfahrungspunkten, die man eben noch sammeln kann. Das heißt, wir gucken mal. Vielleicht hat er noch was für uns. Womit kann ich dienen? Vielleicht hat er ja auch Minenmatrix, uninteressant. Laserzielsystem, Betäubungsgewehr, Schrotflinte. Ja, alles uninteressant. Ja, quatsch mich nicht zu hier. Weiterspielen. Hi, Chef. Wäre möglich, dass er noch einen Auftrag für uns gehabt hätte. Also, wir gehen jetzt nochmal einkaufen hier bei unserem Dealer des Vertrauens. Und, Oh, ob hier immer noch Giftgas drin ist. Hi Leute, habt ihr immer noch Angst vor mir? Nein, das ist erfreulich. Uah, scheiße. Das ist jetzt aber irgendwie Käse, was ich hier gemacht habe. Zur Augmentierung gegen. Augmentierung. Lunge. Gewährt Immunität gegen Giftgas und Grasgranaten. Cool. Nehmen wir. Haha. Oh, da unten war was. Ja. Präzisionsgewehrmunition, die will ich aber haben. Na. Dafür lassen wir jetzt aber doch glatt. Habe ich davon? Da habe ich schon 20 von. Lassen wir das Ding fallen. Und nehmen noch ein bisschen was mit. Darth Vader! So, wunderbar. Ich glaube, das war eine clevere Sache. Also ich finde dieses Präzisionsgewehr, ich bin kein großartiger Scharfschütze. Ich sag's euch gleich. Aber es kann nicht schaden, so ein Ding mal dabei zu haben, glaube ich. Weil es wird ja so langsam doch ein wenig kniffliger, was die Mission angeht. Und da wäre ich dann durchaus begeisterungsfähig, wenn man dann auch einigermaßen gut ausgerüstet ist. So, hallo Meister. Sehen Sie her. Ich bin ein Freund von Greg Thorpe. Wirklich? Oh. Ja, das haben wir schon. Verkaufen. Was können wir denn erstmal verkaufen? Die Betäubungspfeile können wir alle verkaufen. Die brauchen wir immer noch nicht. Die elektrischen Pfeile behalten wir. Das behalten wir. Das behalten wir. Die 10mm Pistolenmunition verkaufen wir. Schrotpatronen benötigen wir auch nicht. Ich habe nicht vor, Schrotpatronen einzusetzen. Das ist alles in Ordnung. Schmerzmittel werden verkauft. Pegel, Wärmezielsystem brauchen wir auch nicht. Zurück. Kaufen. Und zwar kommen wir jetzt zum Präzisionsgewehr. Kaufen bitte. In Ihrem Inventar ist nicht genug Platz. Cool. Fertig. Ach, halt die Klappe. So, dann gucken wir mal, wie sieht es denn in unserem Inventar aus? Was können wir denn noch loswerden ohne großartige... Andersrum gefragt, wie viel Platz haben wir? Tada. Tada, tada. Wow, fliegen. Bewegen. Wenn ich jetzt den wegnehme. Wie viel verdammter Platz ist denn notwendig für den Käse hier? Hoppla, Entschuldigung. Ich hau immer hier gegen mein Mikro. Ich weiß, das ist total nervig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Der braucht wirklich mehr als diese 6 Slots? Nein. Opsa. Nochmal. Was wohl? Ich bin ein... Ja. Fertig. Was wollen? Wirklich? So, nochmal. Präzisionsgewehr. Kaufen. In Ihrem Inventar ist nicht genug Platz. Ich kriege die Krise. Und ich rede mit einem Computer. Wie blöd ist das denn?
So, das ist fallen gelassen. Dann kann ich das. Back. Back. Da, da, da. Mal gucken. Sehen Sie her. Ich bin ein Fan. Ja, okay, Eierkopfrabatt. Den habe ich inzwischen so häufig gehört. Den will ich nicht nochmal hören. Ah, wie viel verdammter Platz braucht denn so ein blödes Ding? Fertig. Ja. Du mich auch. Ich würde ja fast sagen, wir werfen jetzt einfach irgendwie auf Verdacht alles raus. Und gucken mal, was wir dann noch übrig haben. Kaufen. Verkauft, cool. Fertig. Okay, jetzt gehen wir mal aufs Inventar und schauen mal. Ach, hier braucht das Ding viel Platz. Also muss ich zwei Slots freikriegen. Make long story short. Das heißt, wir verzichten auf die Munition zu verzichten wäre tendenziell nicht die beste Idee. Die Standardgewehrmunition möchte ich eigentlich auch behalten. Die Elektroschockpfeile sind, glaube ich, sowieso relativ clever, wenn man sie nicht rausgibt. Aha. Ich glaube, ich verzichte auf dieses Ding hier selber. Würde ich fast meinen. Ja, lass mich nachdenken, lass mich nachdenken. Ich bin nicht so schnell im Denken. Ich glaube fast, wir verkaufen hier den Käse. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das Sinn macht. Verdammt. Verdammte Axt. Also den raus. Den dafür mitgenommen. So. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was das Teil kann und ob ich das haben will. Und zwar untersuchen. Verwendung. Wirft mehrere Gegner in diese Beschreibung. Pulsenergie, blablabla. Auf dem Mal eine nicht tödliche Einzelschussfeuerwaffe. Extrem starke, kegelförmige Schockwelle. Hauptanwendungszweck sind Militärszenarien, Objektreichweite, Upgrades. Die Peps unterscheiden keine Standard-Upgrade-Pakete. Ja, okay, alles klar. Wissen wir Bescheid. Das Teil wird verkauft. Sehen. Ich bin da. Wirkt? Ja. Verkaufen. Peps verkaufen. Das heißt, wir brauchen auch die entsprechenden Energiepacks nicht. Das ist mir jetzt zu blöd. So, wir kaufen stattdessen noch. Und zwar können wir uns Upgrades. Macht nicht so viel Sinn, denke ich. Gegenstände, Raketen, Elektroschockpfeile kaufen. Armbrustbolzen, Präzisions.